Hallo und willkommen zu einem weiteren Part von Guacamole. Wir haben letztes Mal den Campbell erkundet, sind fast durch damit und stellen uns jetzt, ja, wir wollen es so nennen, den Boss Battle. Juan, an diesem Altar muss Galaka die Zeremonie durchgeführt haben. Du hast sie verpasst. Ja, so eine Kacke. Wo sind sie nur hingegangen? Vielleicht sollten wir nach Santa Lucita zurück und Hinweise suchen? Warte, was? Das war das. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Lass uns hier verschwinden. Ja. Sie hat natürlich recht. Gegen den können wir nicht viel ausrichten. Und uns bleibt ja nur die Flucht. Das Problem ist, dass wir an bestimmten Stellen warten müssen. Weil uns den Weg erstmal freikloppen muss. Und stup, stup. Okay. Sehr schön beim ersten. Und ja, auch diese Tötungsmethode von Edgeon ist bekannt. Natürlich. Und der gluckert in die Lava. Einfach den Hebel bedienen. Die Tür geht auf. Sadape ist wieder da. Sadape oder wie. Tut mir leid, Luchador, deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Ja, auch dieser Spruch ist natürlich altbekannt. In einem anderen Schloss mit meinem geliebten Galaka. Seit El Präsidentes Tochter aufgetaucht ist, hat sie meine Beziehung zu Galaka ruiniert. Und jetzt hast du auch noch sein Haustier Alberici getötet. Den Alberici unter meiner Obhut. Ich würde dich auf der Stelle töten, Luchador, aber ich habe eine Schnepfe zu jagen und einen Mann zurückzugewinnen. Plupp. Ja, die scheint ein bisschen angepisst zu sein, die gute Sabe oder wie auch man das ausspricht. Und ja, noch ein Herzteil für uns. Gleicher Kumpel. Jetzt wollen wir mal auf die gute Karte gucken. Ja, wir haben 100% des Tempels gelöst. Das heißt, wir haben alle Schätze und so weiter gefunden. Alle Truhen. Das heißt, wir können den Ort jetzt getrost verlassen. Oi! Ich sehe doch deine Blicke. Du musst ziemlich schlecht. Es ist ja ziemlich schlecht, wenn diesen, dass du einen zweiten Omegen-Schädel gefunden hast. Ich kann dich schneller zur Stadt zurückbringen, als du blinzeln kannst. Glaub mir ruhig. Ja, wollen wir. Eine Flüssigkeit über 100 Milliliter, ja. Okay, Santa Lucita. Weiter geht die wilde Reise. One and only. Den Typen können wir leider noch nicht finden. Hier können wir auch noch nicht helfen. Aber hier können wir noch mal reingehen und ein kleines Herzteil uns besorgen, was uns mehr Energie bringt. Die andere Truhe oben können wir erst später holen. Und ja, den Typen können wir auch noch nicht treffen. Hallo. Wenn du weißt, wie man Wände durchgeht, wäre das super. Yep. Ah, der Gym hat wieder geöffnet. Dann gehen wir einfach zum Gym und machen weitere Combos. Ah, der Wissensdurst des Kriegers ist nicht leicht zu stillen. Wir wollen fortsetzen. Natürlich zählt das mal wieder nicht. Hallo, Otto. Jetzt.
Ja, hier wird es jetzt etwas komplizierter. Warum das jetzt hier mal nicht zählt, weiß ich nicht. Oh. Tut mir leid. Ich mach genau was da drüben, aber er zählt es halt so nicht. Ich kann nicht dafür. Okay. Verstehe ich, ich habe genau gemacht, was da steht, aber er zählt es so nicht. Ja, natürlich zählt das jetzt nicht, weil der Typ weg ist. Ich kann nicht dafür, der Typ ist zu weit weg. Oh, na endlich. Ja, das konnte ich bis hierher spüren. Ja, weiter geht's noch nicht. Wir müssen Karte gucken. Ah ja. Wir müssen uns hier mal fallen lassen. Hier gibt es noch einen Teil für unsere Totenschädel, für unsere Ausdauer, eine weitere Ausdauerleiste. So. Ah ja, hier seht ihr, hier ist unser Super Mario als Pixel Mario. Wir müssen jetzt in Hernandos Bar gehen, weil wir da ein Gespräch zu führen haben. Ich frag mich, ja, wir werden sehen. Ah ja, wir haben jetzt mal Geld. Und Barmann! Barmann! Kommt man hier überhaupt etwas zu trinken? Und gluck gluck und zusch! Oh Junge, bringst du mal ein Tequila? Was ist das? Sowas wie ein Witz? Da, boah, wir sind bald. Noch ein Luchadore, der verbrannt werden will, wie die widerlichen Hueos, Rancheros, die hier als Essen durchgehen. Barkeeper! Ah, verfluchte Kopfschmerzen. Die Prohibition in meinem ersten Leben war echt übel. Ich wäre tot geblieben, hätte ich gewusst, dass das alles ist, was die Gegenwart zu bieten hat. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Weglaufen. Was willst du überhaupt von mir? Wenn du es unbedingt wissen willst, der Teufel hat mich verflucht, so dass mein Kopf ewig in Flammen und Flammen umgeben ist. In meinem ersten Leben dachte ich, Menschen zu verbrennen, würde ihm schmeicheln, aber offenbar muss er zwanghaft der Einzige sein, der andere leiden lässt. Oder er war es zumindest, bis Galaka ihn ein Ende bereitete. Leider kann ich meinen Fluch niemals brechen. Aber wie im Leben macht ein Drink etwas alles erträglicher. Naja, nicht wirklich. Es gibt zwei kleine zwar kein Schnaps in der Hölle, aber sie sind die Welten erstmal vereint. Oh, was wird das Feuerwasser fließen? Tra-la-la-la-la-la-la-la. Du hast mich wirklich zum Lachen gebracht, Luchador. Aber du hast auch mehr als genug von meiner Zeit verschwendet. Dieser Kater verschlimmert jeden vergeudeten Moment. Und ich freue mich gerade darauf, den ganzen Nachmittag in der Wüste zu braten. Du nimmst doch einen Abschiedsschuss mit mir, oder? Klick, klick. Was soll das? Keine Munition mehr? Leg.
ja, Schicksal. Das Schicksal hat dich verschont, Luchador. Aber glaub mir, du wirst es noch bereuen, wenn die Zeche kommt. Hier, kauf dir einen Drink, entspann dich hier lieber ein wenig. Ich versichere dir, dass in der Wüste nichts Interessantes vorgeht. Ja, er gibt uns 15 Münzen. Jetzt gehen wir in den Keller. Headbutt. Headbutt. Ja, dieser Typ hier. Willkommen in meiner... Hier lebe ich mit meiner Fasszahlung im Schutz der Bar. Ja. Ah! Nicht die Tonne Splitterkopf. Nicht Tonne Splitterkopf, ja. Ja, das ist natürlich etwas. Säuerlich, der kleine Typ. Dass wir seine Fässer kaputt machen. Was gibt's hier unten? Da kommen wir noch nicht rein, aber ein weiteres Herzpart. Sehr schön. Felsen kaputt kloppen. Ja, der Mann hat einen Kopf aus Stahl, meine Freunde, der kann kaboom. Heilige Makrele, Flammengesicht hat gerade den Weg in die Wüste blockiert, dieses Schwein. So viel zu meinen Urlaubsplänen. Naja, wenigstens ist er weg. Jo. Naja, ich kenne einen anderen Weg. Ich hatte aber gehofft, nie mehr zurückkehren zu müssen. Gehen wir zum Kanal. Jo. Und hier, meine Freunde, möchte ich mich wieder verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Andy und auf Wiedersehen.